Kaliu, Skali, Ozachšuje, Dve, Vujčene, Tjelo, Karminove, Krave, Slunce. Naha, Tančiš, Na vrcholu, Mezi nohama, Šouleného, Vujdešeného, Vrápence. Das Bild. Auf dem Gipfel des Felsens wird von der Sonne karminroten Triefauge erstrahlt, dein herausragender Körper. Nackt tanzt du auf dem Gipfel, zwischen den Beinen zusammengekauert, die kleine Hufeisennase verstört. Wir möchten, dass weiterhin alle sicher mit der DB reisen können. Das funktioniert nur, wenn wir aufeinander Rücksicht nehmen und uns an die Regeln zum Gesundheitsschutz halten. Also, tatsächlich, das Erste, was mir eingefallen ist jetzt, das war dieses totale Glück, dieses glückliche Gefühl, was mich echt so voll durchdrungen hat. Ich war mal bei so einer Meditation. Das ging echt richtig tief und die Erfahrung war die sozusagen mit Eintritt in dieses Menschenleben. Es war so eine Meditation, da ging es sozusagen um Sperma und Eizelle. Und die haben sich sozusagen in dem Moment, wo die sich vereinigt haben, sozusagen in dem Moment sozusagen bin ich als Seele da reingesprungen. Und das war wie so eine goldene Kugel. Und dann springe ich da rein. Boah, geil. Und das war einfach so, yeah, ich bin da. Und das war einfach totales Glück. Yeah, cool. Ich darf am Leben sein. Ich springe echt in dieses Leben rein. Das war so ein geiles Gefühl. So vollkommen glücklich zu sein, in diesem Leben zu sein. Und das war dann mir eigentlich deswegen auch so eine geile Erfahrung, weil ich bis zu dem Zeitpunkt eigentlich echt immer so gehadert habe und so oft auch so unzufrieden war und nicht so richtig wusste, warum eigentlich hat man mich auf diese Welt geschickt oder nicht geschickt, sondern warum ist es einfach so, genau. So, und das war ein echt genialer Moment, weil ich selber gespürt habe, wie es gewesen ist, als ich auf diese Welt gekommen bin und ein ähnlich geiler und glücklicher Moment war, als ich meine Kinder gekriegt habe. Also einfach dieses große Glück, diesen Menschen endlich zu sehen. Und ich meine, klar, willkommen heißen tut man sie ja schon die ganze Zeit. Die machen sich bemerkbar durch kleine Bauchtritte und sowas. Aber dieser Moment, wo es dann endlich da gewesen ist, das zu sehen, dieses Wunder in den Händen zu halten und irgendwie, also das ist auch so was total Abgefahrenes, dass das möglich ist. Irgendwie, also das sind so drei so echt coole Glücksmomente und die haben halt alle drei mit Geburt zu tun, also mit tatsächlicher Geburt und irgendwie, ja, bin ich dafür total dankbar, dass ich das, dieses Gefühl habe und das begleitet mich auch seitdem immer mit, so eine Dankbarkeit, die halt immer mit so einem Glück und sei es auch nur so ein ganz kleines im Schweif sozusagen mitführt. Und so, also genau, das ist echt schön, dass das so gebunden ist.